Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal mit mir, dem Tops. Wir sind ja hier bei Minecraft Galactus. Ich würde eigentlich gerade wieder Apollo sagen, aber ihr kennt das alles, ne? Das ist halt so, ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so, weil wir jetzt der Nachfolger von Minecraft Apollo ist, deswegen. Und ja, meine Damen und Herren, ne, ihr seht vielleicht, etwas hat sich verändert. Genau, etwas ist hier, was so vorher noch nicht da war. Genau, und zwar diese Treppe hier bei dem Arc-Reaktor. Ne? Da sieht man hier zum einen Teil, dass hier sich sehr viel getan hat. Dass das hier sozusagen ein Weg nach unten ist und dass hier so ein Loch ist, wo hier am Anfang ist. Oh mein Gott. Okay, jetzt habe ich das gezeigt. Außerdem, das hier ist nämlich sozusagen der Raketenstartraum, den ich geplant habe. Und der geht dann nämlich hier nach oben. Also die Rakete steht hier, die fliegt dann nach oben, da raus, aus dem Fenster. Und dann startet die sozusagen aus den Dings heraus. Und hier unten ist das Dingensens, der Fahrstuhl. Und hier kommt man oben. Wie findet ihr das so? Also, das ist jetzt mal eins von den ganzen Sachen. Es gibt jetzt richtig, es hat sich richtig viel getan hier bei mir in meiner Villa, die extrem nice ist. Und ja, das Ding ist halt, hier unten ist halt dann der Raketenraum, wo dann die ganzen Raketen hinkommen, wo man dann nach oben fliegt. Ja, ich muss überlegen, ob ich vielleicht irgendwie oben was machen kann. Wenn ja, wäre das extrem cool, aber ich weiß es noch nicht ganz, ob man da überhaupt irgendwie so eine Luke machen kann in der Richtung. Ich fände es cool, aber ich weiß noch nicht so ganz. Und ne, hier ist dann so die Treppe, die geht hier runter. Da kann ich vielleicht noch ein paar Fanarts an der Wand anhängen. Deswegen, Leute, schickt auf jeden Fall unten in der Beschreibung mal den Discord-Link ab. Und guckt mal, ob ihr vielleicht ein paar Fanarts zeichnen wollt. Und könnt ihr die mal unten bei den Discord in den Fanarts-Channel reinposten. Und vielleicht hast du Glück und dein Fanart wird verwendet. Und bitte schreibt deinen Namen auf dem Fanart. Auf das Fanart, den ein Fanart, die Fanarts. Ja, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ne? Ich hätte ja sowas wie so eine Garage auch von Iron Man ist, wie gesagt, die gesamte Villa ist inspiriert von Iron Man's Villa, also so von Tony Stark die Villa. Das Ding ist halt, wenn ich mir hier umschaut, ist das Ding nämlich so, ja, ne, ihr seht, ne, der Weg hier unten und so weiter, das hat sich alles verändert. Da unten der Eingang, den ich hatte, der wird noch bald zugemacht, da wird noch was, muss ich mir noch überlegen, wie ich es genau mache. Hier sieht man noch einen Fanart von wieder von WPixel. Das ist wie gesagt eine von meinen Bildern, die rastet jedes Mal aus und macht gefühlt so innerhalb von 10 Minuten 20 Fanarts. Und ja gut, ne? Wie gesagt, Leute, Birkenholz ist nicht toll, Birkenholz ist böse. Das ist halt auch ganz wichtig und ich musste ganz kurz mal dieses komische Dings da wegmachen, weil das ist echt, ist nervig, dieses, da sieht man die ganze Zeit, ob es jetzt Tag ist oder irgendwie Nacht. Und ja, Leute, das hier ist jetzt sozusagen die Werkstatt, wo, ja, wie soll ich sagen, alles so hinkommt, wie es halt so passt. Hier sind zum Beispiel die ganzen Maschinen, die man halt braucht. Electric Compressor, Circuit Fabricator, solche Sachen halt, ne, wo man dann halt sich die ganzen, ja, wie soll ich sagen, die ganzen Sachen zusammenbauen kann. Und hier hat man dann auch so meinen Kanal, so sozusagen ein riesengroßes Bildschirm. Hier hat man die Kohlegeneratoren, die befeuern wir immer. Ich habe da aus den ganzen Kohleblöcken gemacht. Bedeutet, wir haben richtig viel, ja, richtig viel Brennstoff und dass das halt richtig schön weitergeht. Wir erzeugen richtig viel Strom. Ich muss mal gucken, ob man da irgendwie mehr Strom lagern kann, dass man, wenn man irgendwie zu viel produziert, das dann halt auch geht. Hier drüben ist ein Öltank. Ich habe damit auch eine Quest gemacht und zwar die eine, genau, hier haben wir es. Die eine Ölquest. Ich war dann nicht bei Jürgen und da war irgendwie in der Nähe irgendwie so eine Ölfontäne, keine Ahnung, wie man das nennt. Und da habe ich mir ein bisschen Öl gegönnt und dieses Öl war halt ganz, ganz, ganz ölig. Ja gut, ne, das Ding ist halt, es ist halt vielleicht aufgefallen, ne, genau, es gibt nämlich auch einen Geheimgang und zwar, ne, stellt man sich hier hin. Ich dachte mir halt so, okay, wie man die ganze Zeit mit den Treppen läuft, ist es auch ein bisschen blöd, weil man muss dann jedes Mal hier hoch runterlaufen. Da dachte ich mir, okay, macht man halt so eine, einen kleinen Geheimgang und dann geht man hier hin in die Decke und springt und flupp. Dann ist man hier in den Geheimraum drin, ne? Sozusagen, wo man dann hier auch durchlaufen kann. Ich finde das extrem, immer noch extrem nice. Ich bin überlegen, was ich hier reinmachen könnte. Wenn ihr Ideen habt oder Vorschläge, dann könnt ihr mir das gerne wissen lassen. Könntet ihr mich das gerne wissen lassen, weil ich finde sowas mal extrem nice. Wenn ihr mir dann Vorschläge macht, macht das und das rein, macht das und das rein und ja, ne? Kisten sind ja auch ein bisschen mehr oder weniger sortiert worden. Ja, und das Ding ist, Leute, ich, ne, wie soll ich sagen? Ich weiß, euch stellt uns die ganze Zeit die Frage, so nach dem Motto, ihr seht es, ne, euch fällt's auf, was ist das, warum ist das so? Genau, in der letzten Folge habe ich ja gegen Titus gekämpft, ne?
Und da habe ich meine komplette Rüstung verloren, ne? Ihr seht, ich bin hier mehr oder weniger nackig und habe halt einfach keine Rüstung. Ist halt ein bisschen doof, aber da kann man halt nichts machen, ne? Das Ding ist halt, ich habe hier noch ein bisschen, warte mal, wo hab ich das denn getan? Ich verwirre mich selber. Da waren meine Tränke, da war das, genau, hier hatte ich ein bisschen Rüstung. Ich habe hier eine Dia-Rüstung, die eigentlich recht gut ist, aber Curse of Binding hat. Und Curse of Binding ist jetzt nicht unbedingt das Beste, ne? Ich nehme hier mal einfach mal das Ding ins Curse of Shadows, Curse of Vanishing. Das Ding ist halt, die Sachen, die ich halt gekriegt habe, die sind nicht unbedingt die besten. Ja, keine Ahnung. Ich habe hier, warte mal, die Hose. Dann, was kann ich hier noch? Den Helm. Curse of Shadow, das heißt, wenn ich das Ding trage draußen in der Sonne, dann geht's weg. Ich habe wirklich leider nicht die guten Sachen. Ich könnte eine Schürze. Ich könnte Flo eine Schürze anbieten. So einfach, weil das gut passen würde zu Flo. Warte mal. Ich glaube, ich habe das sogar besser. Ja, hier, ich habe bessere Schuhe da. Ich habe noch irgendwie vom Absturz habe ich jetzt noch ein paar Sachen. Okay, weißt du was? Ich habe jetzt einfach eine Hose und Schuhe. Geh mir einfach mal zu bewerten, Pingu. Und Pingu hat noch mehr von denen. Okay, weißt du, Pingu? Ich finde zwar schön, dass du die Chamäleons sammelst, aber die gehören, glaube ich, nicht hier rein, ne? Das sind so Viecher, die gehören draußen und so. Ja, Pingu. Keine Ahnung, Pingu, wenn du mitkommen willst. Ach ja, stimmt. Pingu, falls es dir nicht aufgefallen ist, ne? Ist dir was aufgefallen hier? Hat sich was verändert, ne? Genau, und zwar, Leute, hier, mein Server, Ziege.games, Leute, ist nämlich mehr oder weniger die Sache, dass das jetzt mein Server ist und da kann man drauf spielen. Schaut unbedingt vorbei, ich werde auf jeden Fall demnächst kommen, viele Videos von meinem Server und da werde ich nämlich ein, zwei Scammer, Hacker oder sonstige Sachen, werde ich mir das mal genauer angucken, was für Leute so auf dem Server unterwegs sind, weil es sind echt, naja, lustige Sachen passiert. Und ja, ne, lasst mich auf jeden Fall wissen, ob ihr davon mehr sehen wollt, weil Ziege.games, ne Leute, das ist extrem geil. Und schaut auch auf shop.ziege.games vorbei, also extrem nice, also abchecken auf jeden Fall. Und für die Leute, die sich jetzt die ganze Zeit fragen, Tobias, geh doch endlich mal auf die Bilder ein, die ganze Zeit... Ja, der werte Florian, ne, der ist nämlich bei mir gewesen. Und wie es aussieht, irgendwie auch sein komischer grüner Kumpan, der jetzt überall an jeder Ecke meines Hauses klebt. Gefühlt hat er mehr Picture Frames platziert, als ich überhaupt jetzt Minecraft Apollo überhaupt in meiner Burg gehabt habe, geschweige denn im Projekt an sich waren. Ich weiß jetzt nicht, warum jetzt die Motivation davon kam, das als alles zu platzieren, aber ich werde auf jeden Fall mich dafür revanchieren müssen, weil... Ne, man kann ja nicht sagen, dass das einfach so geht. Ich meine, was könnte man machen? Könnte man irgendwie... Ich glaube, das ist Sido und... Brokkoli. Okay, wovor hat Brokkoli Angst? Ich glaube, Brokkoli hat eigentlich Angst davor... Nee, warte mal. Nee, Brokkoli möchte gegessen werden. Das heißt, wir müssen Brokkoli nicht essen. Das heißt sozusagen, wir streiken jetzt sozusagen gegen Brokkoli und machen auch noch also gegen Birke und gegen Brokkoli. Und Birkenholz ist, ich weiß jetzt nicht, es kann sein, dass bei Birkenholz irgendwie so schlecht ist, dass das Sido auch so findet und dann irgendwie sagt, okay, Birkenholz ist nicht so toll. Ach, keine Ahnung, was ist das? Aber was ich auch machen kann, ich kann mal kurz bei meinem Shop vorbeischauen und selbst da unten an den Bäumen, ne? Ich hab die erstmal da stehen lassen, weil ich das euch zeigen wollte, wie, weißt du, wie... Ich muss mich wirklich revanchieren daran, dass Flo denkt sich so, ja, es ist witzig. Ich meine, gut, ich habe auch ein paar Sachen bei ihm platziert, aber ne, das ist ja nicht so viel gewesen. Außerdem war es auch gerechtfertigt, weil Birkenholz ist widerlich. Wisst ihr? Birkenholz ist nicht toll. Birkenholz ist oll. Genau, Birkenholz ist nicht toll. Birkenholz ist oll. Deswegen ist, ich habe ja hier mein Getränkeshop hier mal aufgemacht und wollten einfach schauen, wie es denn aussieht, ob da jetzt jemand sich was gegönnt hat. Zeige dir, zack. Wir haben sogar 10 Dollar verdient. Das ist schon mal nice. Cool, cool, cool. Und da haben wir jetzt die ersten 10 Dollar verdient, Pingu. Und das heißt, wir haben also schon ein bisschen Geld gemacht, was extrem nice ist. Und ich will mal schauen, ob es jetzt hier mittlerweile mal was von den anderen am Shop gibt. Ja, Pingu, ist irgendwas? Willst du mir irgendwas sagen? Du wolltest einfach schon die Bälle werfen. Okay, ich habe gedacht, Pingu wollte mir irgendwas sagen. Das Ding ist halt, hier drüben, ist Easy's Shop-Gedöns. Und dann gab es hier auch irgendwie fürs Weihendienst. Valentinstag-Gedöns, sowas, was ich jetzt nicht unbedingt mir kaufen wollen würde, weil es einfach, naja, für Valentinstag-Gedöns ist und das nicht unbedingt mein Zeug ist. Hat Flo hier mittlerweile meinen Shop? Ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, das Gefühl, ich bin weiter als Flo mit den ganzen Quests, als Flo überhaupt irgendwie so generell mit den Quests ist.
Klassiker, öffne den Totems. Eigentlich könnte ich mal schauen, wie das ist. Naja, Weintig sagt schon. Jetzt hier ein Diablock, ne? Wir müssten schauen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man was anderes nehmen und dann hinplatzieren. Ach, keine Ahnung. Gibt es mittlerweile was Neues im Shop? Gibt es nicht? Warte mal. Wo ging das? Da? XP-Bank. Okay. Ich könnte mir jetzt, Leute. Warte. Ich könnte mir nochmal dieses 10-Level-Ding holen. Dann könnte ich richtig viel EP kriegen, glaube ich. Aber, oder soll ich mir jetzt einen Totem holen? Also es würde halt, ich weiß nicht, so wo man so Totems herkriegen kann, weil irgendwie ist als Aufgabe, ich halt Totems öffnen und, ist das hier, ich glaube, das ist für Jürgen, glaube ich, ja. Johannes hat 5 Tode, okay, wie viele Tode habe ich jetzt insgesamt? Ich habe 12 Tode, okay, Flo hat bestimmt jetzt irgendwie so 12, oder? Ah, 52, wusste ich doch, war dran vorbei. Und Easy ist wie oft gestorben? Ist einmal gestorben. Ey, ich weiß auch nicht, was Easy macht, aber ich habe das Gefühl, Easy, weicht einfach so hart den Tod aus und was weiß ich alles. Okay, was mache ich jetzt wegen Sido und Flo? Vielleicht muss ich mal Easy fragen, ob die vielleicht Bock hätte, mit mir einen Troll für Flo zu bauen, weil vielleicht könnte man da sich was Ordentliches ausdenken. Und, ja, ne? Okay, gut. Ich weiß auch nicht genau, wie ihr das findet, aber lasst mir auf jeden Fall mal wissen, wenn ihr unten in die Kommentare schreibt, ob ich da irgendwie was machen kann. Also ich werde mal schauen, wie das jetzt mit dieser komischen Zido-Invasion aussieht. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schlaf schön, träum was Schönes. Wir sehen uns dann. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschüss.